Die Thunderbolts liefern endlich die Auflösung für ein sehr, sehr altes Marvel-Plothole und könnten möglicherweise auch Spider-Man helfen. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und Thunderbolts Sternchen, und über dieses Sternchen werden wir definitiv auch noch sprechen müssen, ist ja 2025 wirklich der letzte Film von Marvel, Phase 5. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil ich habe so das Gefühl, man weiß gar nicht mehr so richtig, wo hat Phase 5 angefangen, was war alles jetzt Teil davon oder sind wir schon in Marvel Phase 6? Nein, wir sind noch in Marvel Phase 5 und Thunderbolts werden der Abschluss von all dem sein. Davor kommt noch Captain America 4, aber nach dem Film war es das dann. Und über das müssen wir jetzt hier mal sprechen, zumal wir dann auch dieses große Plothole ansprechen müssen. Und natürlich Bob, eine neue Figur, die von enorm, enorm großer Bedeutung sein könnte. Alles, was sich jetzt in diesem Trailer versteckt, darüber wollen wir sprechen. Dabei wird es natürlich dicke, dicke, fette Spoiler geben. Ihr seid hiermit gewarnt worden und wir legen direkt los. What the hell? Ihr könnt gerne direkt mal anfangen, in den Kommentaren zu streiten, ob sich bei 3 Minuten 30 der Name Teaser überhaupt noch rechtfertigt, weil das ist ja wirklich schon eine sehr, sehr lange Geschichte und zeigt ja wirklich auch schon unglaublich viel. Aber worüber wir tatsächlich als Erstes sprechen müssen, ist die Tatsache, dass wir jetzt endlich wissen, was denn eigentlich mit dem Stark Tower, aka dem Avengers Tower, passiert ist. Weil erinnert euch an Spider-Man Homecoming, der 2017 in die Kinos kam, wo wir gesehen haben, wie Happy Hogan angefangen hat, alles Mögliche hier in Kisten zu packen, weil er Peter Parker dann auch erklärt, ja, der Stark Tower wurde verkauft. Tony sold Avengers Tower. Und seitdem gab es wilde Theorien, an wen wurde dann jetzt dieser Turm verkauft, der eigentlich ja mal das große Hauptquartier erst von Tony Stark gewesen ist und dann von den Avengers. Und die Theorien überschlugen sich ja. Es war natürlich die Rede, der Kingpin könnte jetzt hier eingezogen sein. Dann erinnert euch auch wieder an Spider-Man, dieses Mal aber Far From Home. Da gab es ja dieses interessante Fantastic Four Easter Egg, wo diese Plakatwand drauf stand und wo es hieß irgendwie 1, 2, 3 Fragezeichen. Und es ging irgendwie darum, dass hier etwas gebaut werden sollte, wo auch gemutmaßt wurde. Wird jetzt anstelle des Avengers Towers das Baxter Building der Fantastic Four aufgestellt? Jetzt bekommen wir mit dem Thunderbolts-Film oder beziehungsweise dem großen Teaser-Trailer die Gewissheit. Offensichtlich ist dieser Turm jetzt in Besitz von der Contessa. Also Valentina Allegra de Fontaine, aka The Contessa, hat jetzt sich offensichtlich hier in diesem Turm heimisch gemacht. Das erkennt man wunderbar an ihrer Bar. Weil das ist die gleiche Bar, an der Tony Stark damals noch in Avengers 1 mit Loki gequatscht hat. Und das ist jetzt hier an einer anderen Stelle, aber es ist trotzdem die gleiche Bar. Wir sehen auch diese gigantisch großen Fenster. Das heißt, die Contessa hat sich jetzt hier reingesetzt. Und da muss man sich natürlich auch fragen, okay, krass. Weil in Black Panther 2 haben wir erfahren, sie ist jetzt hier ein ganz, ganz großes Tier bei der CIA. Aber ist es auch nur Tarnung für was viel, viel Größeres? Weil sich den Stark Tower zu kaufen, bedeutet ja schon, dass du viel Geld in der Tasche hast. Und wir sehen es im weiteren Verlauf des Trailers ja auch, da gibt es eine Show zu Ehren der Avengers und vor allen Dingen zu Ehren der Schlacht rund um New York, wo dann unter anderem auch Lokis Scepter ausgestellt wird. Das sind ja eigentlich auch alles Sammlungen und Sachen gewesen, die früher Tony Stark bei sich hatte. Also hat die Contessa jetzt alles davon gekauft und einen Teil einfach gespendet, aber behält den Turm, den Avengers Tower jetzt hier wirklich als ihr Hauptquartier? Das wird eine interessante Nummer werden, zumal wir auf die Avengers eh, wie gesagt, noch zurückkommen werden, wenn wir über das Sternchen im Titel von Thunderbolts sprechen. Aber immerhin, nach gut 7 Jahren haben wir endlich die Auflösung, wem zur Hölle gehört jetzt eigentlich der Stark Tower. Dann lasst uns jetzt aber mal über das Team sprechen. Das Team war ja schon lange bekannt, aber dieser Teaser-Trailer zeigt uns jetzt eine sehr, sehr interessante Konstellation, weil offensichtlich treffen die sich nicht aus freien Stücken, sondern jeder von denen erlebt erstmal irgendwie so sein eigenes Ding. Und dabei lernen wir die unterschiedlichen Leute wirklich eher an einem Tiefpunkt kennen. Also gerade John Walker, aka der US Agent, ist ja hier wirklich
am Boden zerstört, sitzt da zu Hause, hat jetzt ein Baby und liest so alte Artikel über sich, wo es darum geht, The Fall of the Hero. Also er ist jetzt hier irgendwie ganz unten angekommen, hat diese Karriere des US Agents, die uns ja in Falcon and the Winter Soldier noch angeteasert wurde, offensichtlich nicht wirklich gut weitergebracht und geht jetzt hier möglicherweise irgendwelche anderen Deals ein, um so ein bisschen an Geld zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir Jelena Belova, die Schwester von Black Widow, aka Natascha Romanoff, die trifft sich hier ganz kurz mit Red Guardian wieder und sagt ihm aber auch, naja, um irgendwie den Kopf frei zu kriegen, hat sie halt alle möglichen Jobs angenommen. Und wir sehen da auch so einen Bombenanschlag, für den sie scheinbar verantwortlich ist. Wir sehen sie auch, wie sie irgendwelche Substanzen klaut und gegen Wissenschaftler kämpft. Darüber reden wir auch gleich noch. Das ist alles sehr, 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 sehr wichtig. Und dann treffen diese beiden sich jetzt in irgendeiner geheimen Anstalt, weil sie offensichtlich von unterschiedlichen Quellen einen Job bekommen haben, um hier jetzt etwas zu stehlen oder irgendetwas zu besorgen. Und da taucht ja dann unter anderem noch der Taskmaster auf, a.k.a. Antonia Dreykov, die jetzt hier immerhin ein neues Kostüm hat. Und auch Ghost ist hier das erste Mal seit Ant-Man and the Wasp wieder zu sehen, auch mit einem neuen Kostüm. Und da sind wir gleich beim Punkt. Neue Kostüme haben sie alle. US Agent hat ein neues Schild. Jelena hat ein komplett neues Kostüm, das sehr viel mehr auch noch an Black Widow erinnert, gerade auch mit diesem Armband, mit dem man ja so diese Betäubungspfeile schießen kann. Und die versammeln sich jetzt hier. Und da wird auch gleichzeitig deutlich, die sind hier noch nicht im Auftrag von der Contessa unterwegs, weil der Trailer suggeriert uns Folgendes. Die Contessa arbeitet mit Bucky zusammen. Und Bucky wirkt hier auch noch mal sehr viel mehr wie der alte Winter Soldier, der hier offensichtlich nicht nur für die Security der Contessa zuständig ist, sondern scheinbar auch diese Gruppe von Leuten jagt, die dann erst später zu den Thunderbolts werden, weil sehr, sehr häufig im Trailer verfolgt er die noch und erst später stehen sie dann zusammen im Fahrstuhl, wenn sie das erste Mal die Contessa selbst treffen. Also wie die sich hier alle versammeln, um in dieser unterirdischen Anlage anzukommen, das ist auch nochmal interessant, zeigt aber, dass die hier alle noch nicht auf einem Level sind, dass sie hier zum Anfang des Films zumindest noch nicht für die Contessa arbeiten, sondern jeder irgendwo sein eigenes Ding durchzieht. Das bringt uns jetzt zu einem Neueinsteiger ins MCU und auch in diesem Film, nämlich Bob. Who are you? Weil in dieser Anlage treffen jetzt die unterschiedlichen Thunderbolts bzw. diese unterschiedlichen Anti-Helden auf einen Typen, der aus so einer Kiste gekrabbelt kommt und sagt so, oh, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Und übrigens, mein Name ist Bob. Und Bob ist jetzt hier sehr interessant, weil gerade auch, wenn wir uns einige der Dokumente anschauen, die hier in dieser Anlage rumliegen, wird sehr, sehr deutlich, was das für ein Bob ist. Das hier ist nämlich Robert Reynolds, a.k.a. Bob, a.k.a. The Sentry. Und The Sentry ist ein sehr, sehr interessanter Superheld. Und wenn wir jetzt ganz kurz über seine Origin-Story sprechen, wird auch deutlich, wie wichtig der gerade ist, wenn wir auch sehen, dass Thunderbolts nach Captain America 4 in die Kinos kommt und möglicherweise spielen diese Filme ja auch beide gleichzeitig. Um die Geschichte von Robert Reynolds zu erklären, müssen wir in die 40er Jahre zurückspringen. Damals, als es ja Project Rebirth gegeben hat, das große Programm, wo das Supersoldatenserum entwickelt wurde, das ja dann später Steve Rogers bekam. Und wir wissen ja auch schon durch Falcon and the Winter Soldier und Isaiah Bradley, dass dieses Projekt in den USA auch weiter fortgeführt wurde. Wir gehen aber in den Comics noch einen Schritt weiter, weil es gibt dort in den 40er Jahren einen Zusammenschluss kanadischer Geheimorganisation und US-amerikanischer Geheimorganisation, die jetzt versuchen wollen, dieses Supersoldatenserum nicht nur wiederherzustellen, sondern es auch noch zu perfektionieren und zu erweitern, um noch stärkere Menschen hier zu erschaffen. Das Problem ist nur, dieses ganze neue Projekt wird wirklich sehr viel ausgeweitet und irgendwann hat man da gar keinen richtigen Überblick mehr, was hier los ist. Und irgendwann nach so 10 Jahren tritt dann Robert Reynolds auf den Plan. Der dringt hier in eines dieser Labore ein und trinkt etwas, das sich das Golden Sentry Serum nennt. Dieses Serum verleiht ihm dann
Superkräfte. Aber nicht Superkräfte wie bei Captain America. Nein, weil das ist ein erweitertes Serum, das ihm die Kraft von 1 Million explodierenden Sonnen gibt. Und nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Diese Definition ist genau so auch in den Comics. Und dadurch wird Robert Reynolds, aka Bob, dann zu The Sentry. Und als Sentry wird er ein sehr, sehr wichtiger Superheld, der tatsächlich auch zu einem der besten Freunde von Reed Richards wird, der sich auch wahnsinnig gut mit Hulk versteht und auch mit den ganzen anderen Superhelden. Das Problem ist nur, Sentry hat eine dunkle Persönlichkeit, die sehr stark mit ihm verknüpft ist und sich aber zu etwas Eigenständigem entwickelt, das sich The Void nennt. Und der Superschurke The Void hat die Fähigkeiten, die schlimmsten Ängste seiner Gegner gegen sie einzusetzen. Und es gibt dann einen ziemlich harten Kampf gegen The Void, wo Sentry aka Bob dann die Hilfe von Dr. Strange und Reed Richards bekommt, um ein System zu entwickeln, wodurch alle Welt vergisst, wer Sentry eigentlich ist. Wodurch Sentry sogar selbst vergisst, wer er ist. Und damit nimmt man dann dem Superschurken The Void seine Kräfte. Und das klingt natürlich sehr, sehr interessant, weil das ist ein Problem, das Peter Parker gerade hat, weil alle Welt hat vergessen, dass er Spider-Man ist und er steht jetzt quasi komplett alleine für sich da. Das heißt, wenn wir dieses ganze Sentry-Thema hier aufgreifen, könnte das ja auf lange Sicht irgendwann auch bedeuten, dass wir Peter Parker die Chance geben, dass sich dann doch alle wieder an ihn erinnern. Aber wenn wir uns jetzt mal Bob im Trailer anschauen, dann wird Marvel das hier offensichtlich ein bisschen umändern. Die Verbindung zum Supersoldatenprogramm wird schon noch da sein. Aber man könnte hier auch sagen, dass Bob möglicherweise vergessen hat, dass er überhaupt ein Superheld ist. Aber viel interessanter ist die Tatsache, dass wir hier in einer Station sind, wo offensichtlich stark daran gearbeitet wurde, das Image von diesem neuen Superhelden überhaupt erst aufzubauen. Weil wenn wir uns die Dokumente anschauen, die hier rumliegen, da werden mehrere Sachen deutlich. Zum einen sehen wir hier ein Papier, wo unterschiedliche Perücken getestet wurden, offensichtlich je nachdem, wie cool das denn aussieht. Und wir sehen unterschiedliche Formen von langen blonden Haaren. Und in den Comics hat Sentry auch lange blonde Haare, sprich, ich hätte den auch spielen können, aber Marvel hat mich nicht gefragt. Schweinerei, vielleicht beim nächsten Film. Und auf dem gleichen Papier wurde auch mit verschiedenen Logos experimentiert, die für Sentry dann hier in Frage kommen könnten. Und ganz später im Trailer sehen wir auch so ein Symbol auf einer Gürtelschnalle, das auch an dieses klassische Sentry-S erinnert. Das heißt, hier ist jemand sehr marketingtechnisch vorgegangen, um diesen Superhelden bestmöglich aufzubauen. In dem gleichen Bild, wo wir auch diese ganzen Studien sehen, gibt es einen weiteren Plan für den Watchtower. Und der Watchtower in den Comics ist das Hauptquartier von Sentry. Und der Watchtower in den Comics ist ein großer Turm mit einer merkwürdigen schwarzen Krone, auf der dann eine goldene Kugel schwebt. Und dieser ganze Turm wird dann auch noch gesteuert von einer künstlichen Intelligenz, die von Reed Richards erschaffen wurde. Und möglicherweise hat also auch die Contessa irgendwas mit diesem Sentry-Programm zu tun, hat sich den Stark Tower gekauft, um hier dann den Watchtower draus zu machen, womit wir auch vermuten könnten, dass die Contessa hier möglicherweise hinter diesem ganzen Projekt steht oder aber dieses Projekt für sich haben möchte, um es dann selber besser kontrollieren zu können. Das heißt, dieses Sentry-Programm, das hier angedeutet wird, wird nochmal von enorm großer Bedeutung sein. Und dadurch, dass die Figur in den Comics so eine starke Verbindung zu den Fantastic Four hat, könnte das hier ein sehr guter Aufbau sein für das, was dann später in Marvel Phase 6 kommen wird, die ja dann auch direkt mit den Fantastic Four anfangen soll. Und dann haben wir noch 2 Avengers-Filme und es werden sicherlich noch vielleicht der ein oder andere Film neu mit dazukommen. Das heißt, Dr. Strange passt da auch wunderbar mit rein. Peter Parker aka Spider-Man könnte auch noch eine wichtige Rolle spielen. Und wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass wir Yelena sehen, wie sie gegen Wissenschaftler kämpft und wie sie irgendwo eine
Packung mit irgendwelchen Tuben klaut, was hier natürlich auch dafür stehen könnte, dass sie sich den Leuten nähert, die an diesem Sentry-Programm mitgearbeitet haben und hier auch eine Form dieses Golden Sentry Serum klaut, um es an die Contessa zu geben. Also hier gibt es eine sehr, sehr starke Verbindung mit diesem Supersoldaten-Serum, was ja dann natürlich auch Dinge aufgreift, die in Captain America 4 passieren können und die für die weitere Zukunft von Marvel irgendwie noch wichtig werden könnten. Und wenn wir schon über die weitere Verbindung von Thunderbolts für den Rest von Marvel sprechen, dann müssen wir über den Asterix sprechen. Und ich rede jetzt nicht von dem Asterix, dem kleinen fröhlichen Gallier, der Römer verprügelt, sondern von diesem Sternchen im Titel, der auch in der Fachsprache Asterix genannt wird, nur halt anders geschrieben wird, nämlich mit KS am Ende und nicht mit X. Und dieser Asterix, dieses Sternchen, wurde nachträglich eingefügt. Das hat Kevin Feige dann irgendwann verkündet und auch ganz klar gesagt, ja, wenn ihr den Film gesehen habt, dann wird das alles durchaus Sinn machen. Und dieser Asterix steht ja in der Literatur auch dafür, dass irgendwo eine Fußnote kommen wird. Das heißt, Thunderbolts Sternchen könnte bedeuten, irgendwann wird es noch eine Fußnote geben, die diesen Begriff besser erklären wird. Und wenn wir jetzt auch schauen, dass wir Sentry als wichtige Figur im Mittelpunkt haben, dann könnte das hier wirklich dafür stehen, dass die ganzen Theorien stimmen, die sagen, die Thunderbolts werden irgendwann zu den Dark Avengers, weil Sentry irgendwann auch selbst Mitglied der Dark Avengers wird. Und was sind die Dark Avengers? In den Comics sind die Dark Avengers eine Ansammlung von Superschurken und Antihelden, die hier zu einem neuen Team werden. Und wir haben im Augenblick von unseren Ur-Avengers gar nicht mehr so viel. Wir haben Kamala Khan, die jetzt versucht, die Young Avengers aufzubauen, aber wir brauchen ja noch ein etwas erwachseneres Team, das dann vielleicht von Doctor Strange angeführt wird, wenn es dann tatsächlich um die ganzen Inkursionen und sowas alles geht. Und der Trailer suggeriert ja auch schon, dass diese Thunderbolts irgendwann auch eine Form von Avengers-Team werden können. Weil wenn wir einfach nur mal die Schriftzüge nehmen, dann steht da ja, careful who you assemble. Und das ist ja ein direkter Verweis auf den klassischen Spruch, Avengers assemble! Und hier hätten wir das jetzt auch. Sei vorsichtig, wen du versammelst. Und ja, das hier sind jetzt keine Leute, die eigentlich Avengers-Material sind, aber sie sind möglicherweise das Einzige, was wir gerade haben, um gegen größere Schurken vorzugehen. Und das könnte hier dann wirklich dafür stehen, dass wir die Thunderbolts irgendwann später als Dark Avengers Team im MCU bekommen, was tatsächlich auch gut werden könnte, wenn es darum geht, Avengers Doomsday mit dem Fantastic Four noch ein bisschen weiter auszubauen. Das sind jetzt erstmal so alle wichtigen Sachen rund um den Trailer zu Thunderbolts Sternchen. Jetzt frage ich natürlich auch wie immer euch, was habe ich noch verpasst, was ihr entdeckt habt. Schreibt mir das in die Kommentare, schreibt mir auch allgemein in die Kommentare, wie ihr jetzt zu diesem Trailer steht. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.